Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Weihnachtsfreunde. Und ich habe hier, ihr seht es da, vielleicht ist er auch, das weiß ich nicht. Ich habe den Andreas dabei, einer von beiden ist es. Könnt ihr selber entscheiden, wer es ist. Hallo Andreas. Hallo Mario, hallo Zuschauer. Der Andreas hat keine Ahnung, was ich da im Hintergrund habe. Das wird super witzig. Ich habe schon wieder lauter Fragezeichen im Kopf. Ich glaube mir jetzt schon, wenn ihr das Video guckt, kriege ich direkt erstmal ein Schriftstück. Nein, Andreas, wir haben schon ein paar Videos gedreht und du hast tatsächlich was ins Leben gerufen für den LS19. Die Zuschauer sehen das hier schon runter. Einen LS19 Adventskalender. Was ist denn das? Wir haben gesagt, dieses Jahr ist es interessant. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich kurz vor Weihnachten alle mit dem neuen LS dastehen. Ich glaube, da haben wir alle keine Zeit zum Modden. Also, dieses Jahr gibt es einen Adventskalender voll mit Mods vom 1. bis zum 24. Dezember. Die Mods kommen überwiegend natürlich vom Hot-Team, aber er ist nicht nur von Hot, er ist von Hot and Friends. Da gehört der Mario zu, die Farming Agency, LSMT und. Also, ich habe mal überall rumgefragt, wer noch was hat und ja. Wir haben groß eingesammelt und ihr kriegt ganz viele tolle Mods. Genau. An jedem Tag einen. Vielleicht sind es auch zwei. Jetzt ist er weg. Andreas? Liebe Leute, da hat sie ihn umgehauen, ne? Die pure Begeisterung steht ihm im Gesicht, ne? Das hat ihn einfach umgehauen vom Sockel. Also, ja, es ist tatsächlich so, ihr bekommt jeden Tag einen Mod und vielleicht sogar Mod-Packs. Ne? Also das ist richtig eine coole Nummer. Andreas ist seit Wochen daran, hat da ganz, ganz viel gemacht und ganz viel gebaut. Und ich durfte schon auch ein paar sehen. Wie gesagt, es gibt jeden Tag für euch ein Video. Und zwar gibt es das Video jeden Tag um 11.45 Uhr. Bekommt ihr ein Video mit der Info zu dem Mod, der da kommt. Und um 12 Uhr wird der veröffentlicht auf der hot-hq.de, auf der Homepage vom Hot-Team. Und wie Andreas schon gesagt hat, es ist tatsächlich eine Gemeinschaftsarbeit. Andreas hat es gemacht, er hat auch ganz viel Zeug gemacht, das werdet ihr in den Türchen auch sehen. Aber es haben auch andere Modder was dazu beigesteuert. Das finde ich cool, dass sie sowas zusammen machen, miteinander, und dass jeder da irgendwie Lust drauf hatte, was zu tun. Richtig coole Nummer, ne? Macht mir extrem viel Spaß. Und ihr seht schon die beiden Gesellen hier rechts und links. Das ist Ernie und das ist Bert oder Andreas, man weiß es nicht so genau. Die werdet ihr auch wiedersehen, ne? Spätestens in den Thumbnails der Videos. Ich werde in den Videotiteln nichts verraten, was da drin ist. Das wäre zu einfach. Von daher guckt in die Videos rein. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich hoffe, ihr freut euch. Ne? Ich kann gar nicht mehr sagen. Ich freue mich total auf die Nummer. Muss ich nochmal gucken, ob ich noch was vergessen habe zu sagen. Nein, hot-hq.de, aber Link findet ihr auch in der Videobeschreibung natürlich. Ich schreibe auch nochmal rein, welche Uhrzeiten es dann sein wird. Aber das seht ihr, ne? Also klickt gerne hier auch nochmal auf Abonnieren und auf die Glocke. Dann bekommt ihr das jeden Tag aktuell mit, wann die neuen Mods zur Verfügung stehen. Und dann bleibt mir gar nichts anderes mehr als viel Spaß. Keine Ahnung, wo der Andreas geblieben ist. Er ist wieder da. Da ist er wieder. Hallo Andreas. Ja, der hat das gleiche Phänomen wie Mario ab und zu in letzter Zeit. Ich weiß nicht. Irgendwie mag mich das Ding auch nicht mehr. Teamspeak abgestürzt? Ja, das passiert. Ja. Wegen den Mods. Die sind definitiv nur den einen Tag aktiv. Oh ja, das ist eine wichtige Info. Ans Herz legen. Also ihr nicht denken, ihr könnt dann am 23. kommen, alle runterladen, dann habt ihr schlechte Karten. Also, ihr habt von mittags um 12 bis nachts um 12 Zeit und dann sind sie weg. So, da sind nämlich tatsächlich auch Mods bei, die normalerweise nicht zur Verfügung stehen. Die sind nicht frei, die sind beim Hot Team privat. Ne? Einmalige Chancen. Gute Info, Andreas. Vielen Dank dafür. Bitte. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, wirklich alles gesagt. Von daher, liebe Leute, Däumchen da lassen, wenn euch die Idee gefällt. Und reingucken. Ab 1. Dezember geht's los. Bis zum 24. Ne? Und das sind dann in der Regel nach Adam Riese 24 Türchen. 24 Türchen. 24 so. Mods. Ihr habt also einen Adventskalender von uns bekommen.
und freut euch drauf auf die Türchen. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wir sagen, was sagen wir denn? Ho, ho, ho! Ja, frohe Weihnachten. Genau. Dann bis zum nächsten Mal, mein Lieben. Alles Gute, bye bye und ade.